IB, Helvetia, sehr geschätzte Damen und Herren, ich erlaube mir, in meinem Dialekt zu reden und bin sehr froh, dass ich hier kann sein kann. Die Gewerkschaft SINA hat sich vor 6 Jahren gefragt, was ihre Rolle ist in einer globalisierten Welt. Und wir haben gefragt, gibt es eine soziale Zukunft oder haben wir einen weltweiten Crash? Der weltweite Crash, den haben wir seitdem erlebt. Die Rolle der Gewerkschaften, was wir zu tun haben, das haben wir nicht genau definieren können. Wir haben nicht genau Patentrezept darlegen, wie jetzt eine gerechtere Welt von morgen soll aussehen. Aber wir haben eins festgehalten. Wir haben gesagt, wir als Gewerkschaft, wir scheuen uns nicht, Utopien zu formulieren und zu diskutieren. Und wir fordern unsere Mitglieder auf, dass sie gegen den Strom teichend und heute handeln. Und diesen Grundsatz haben wir aufgenommen, weil wir beim letzten Kongress gesagt haben, was können wir beitragen zu einer gerechteren Welt, wo der Mensch vielleicht im Zentrum ist und nicht die Wirtschaft. Und wir haben gesagt, doch, die Idee von einem bedingungslosen Grundeinkommen, das ist etwas, was wir diskutieren wollen. Und wir haben das vor 2 Jahren mit Verkäuferinnen, Pflegefachfrauen, mit Maurern, mit Schreiner, mit Maler diskutiert und die haben gesagt, jawohl, wir als Gewerkschaft, wir wollen die Idee weiter diskutieren. Und wir sind in dem Kongress zum Schluss gekommen, jawohl, das bedingungslose Grundeinkommen ist etwas, was wir weiter unterstützen wollen, die Initiative, die wir befürworten, was wir sagen. Die Position der Arbeitnehmenden wird gestärkt. Die schlechte Arbeit, die bisher schlechte Arbeit, wird zwangsläufig besser gezahlt. Die Menschen werden befreit von Existenzangst. Die Würde des Einzelnen wird mehr geachtet. Und dann komme ich auf etwas zurück, was Jörg auch noch gesagt hat. Der Jörg Mann, er hat gesagt, die Gewerkschaft, die sagt, das Recht auf Arbeit. Das Recht auf Arbeit, oder wir als Gewerkschaft auch gesagt haben, ist ein Ziel, ist Vollbeschäftigung. Und wir müssen feststellen, vielleicht müssen wir als Gewerkschaft ist das Ziel der Vollbeschäftigung neu definieren. Und vielleicht müssen wir sagen, Vollbeschäftigung ist nicht, dass jeder in einer entlöhnten Erwerbsarbeit nachgeht, sondern Vollbeschäftigung ist, dass jeder in der Welt so leben kann, wie er es gerne hat. Und ein weiterer wesentlicher Punkt für uns als Gewerkschaft ist natürlich auch, wir wollen ein Reichs nicht gefährden. Wir haben gute Sozialversicherungen und wir wollen auch, dass die in Zukunft gut funktionieren. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist der Grundstock. Der Grundstock auf dem, was unsere Sozialversicherungen aufbauen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht aber auch diesen Leuten, die angewiesen sind, über eine gewisse Zeit auf Hilfe und auf Unterstützung, dass sie nicht auf die Knie gehen müssen, dass sie nicht betteln müssen, sondern dass sie aufrecht können weitergehen und den richtigen Weg für ihre Zukunft können finden. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen wird uns auch erlauben, dass wir eine Gesellschaft gestalten, eine Gesellschaft, die eben ein bisschen gerechter ist, eine Gesellschaft, die der Mensch und die Würde des Menschen ins Zentrum stellt. Und eins, was für unsere Gewerkschaft natürlich auch noch wichtig ist, ist ein Grundsatz, der das Gemeinwohl, das Wohl von allen als oberstes Gesetz geltet. In dem Sinn wird SINA, die Gewerkschaft, die Zweigwerksgewerkschaft in der Schweiz, die Initiative mit unterstützen. Und wir werden in allen Regionen die Unterschriftensammlungen unterstützen. Und wir hoffen, wir nehmen den Elan mit für eine bessere Schweiz.